Hallo Freunde und schön, dass wir wieder eingeschaltet sind in einer weiteren Folge Grounded hier bei den Junkie Muckies. Ich bin der Midway und ich möchte mit euch heute ein paar kleine Mini-Expeditionen durchziehen. Und zwar ist da hinten so ein aufgebrochenes Wasserrohr. Da möchte ich mir nochmal hin, weil ich habe die Vermutung, dass da vielleicht nochmal irgendwas Sinnvolles ist. Mit dabei habe ich den Krulli und den Marco. Hallo. Die sind hier auch unterwegs. Und die Nessie ist wieder im Hintergrund und gibt doofe Kommentare von sich. Es gibt dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare. Oh mein Gott. Okay, wir flitzen mal, also ich flitze mal in die Richtung. Und dann springe ich rechtzeitig vom Sandkasten ab mit meiner Pusteblume, dass ich quasi über dem Rohr direkt bin. Das wäre am einfachsten an der Stelle. Und dann schauen wir mal, was da ist. Weil uns fehlen ja auch noch einige Schlüssel, die wir hier für Schatzkiste, hast du nicht gesehen, haben. Zu bürgeln müssen wir heute auch nochmal. Weil ich habe ja noch diese komischen Chipkarten da noch in der Tasche. Die müssen wir hier nochmal geben. Und dann mal schauen, wie das hier weitergeht. Und ich denke mal, wir werden uns bestimmt demnächst auch nochmal um die Feuerameisen kümmern. Weil mittlerweile ist unsere Ausrüstung ja recht gut. Wie sieht das eigentlich aus, Jungs? Haben wir genug Stoff, damit jeder so eine Termitenrüstung machen kann? Also mit Stoff habe ich nicht am Hut. Auf zu lügen. Hab den Stoff nicht. Bist der Drogenbaron, du. Ich müsste jetzt, da ist es, da hinten ist es. Da springe ich dann gleich ab. Und zwar... 3, 2, 1... 1... Tyrannimo! Hey, ich sehe gerade, man kann hier unter die Steine durchlaufen von dem Gehweg. Unter das Vordach von dem Haus. Hast du den Winkel absichtlich so flach gemacht? Ich weiß. Ja, um dich zu ärgern. Also derzeit kann ich mir bestimmt noch einen Kaffee kochen. Da kannst du von ausgehen. So, ich bin schon mal am Start hier. Möchte einer mitkommen von euch, oder? Wo seid ihr abgesprungen? Hier. Über den Gehweg, oder? Warte, warte, warte. Ich sag dir, wenn du abspringst. Und zwar... Jetzt! So, mal kurz was essen. Ja, mal kurz die Ausrüstung ein bisschen neu verteilen. Und was trinken werde ich auch noch mal. That was refreshing. Flash. So, und weil ich cool bin, habe ich meine Taucherausrüstung mitgenommen. Smart, fast, lucky, das heißt Doppeldildo-Helm. Wie bitte? Das heißt Doppeldildo-Helm. So, und jetzt werde ich mal gucken hier mit euch, was in diesem Rohr drin ist. Das haben Marco und Krulli vor einiger Zeit mal entdeckt und dann haben sie gesagt, da kann man rumschwimmen und da wollen wir jetzt mal gucken, was da los ist. Ne, vielleicht ist da ja irgendwas. Ein versteckter Bordell oder so, keine Ahnung. Ab geht's. Auf jeden Fall sind ihr schon mal scheiß Wasserflöhe. So, der ist schon mal weg. Sollte, glaube ich, mal Lichter machen. So, wieder ein Wasser. Oha, hoffentlich haben wir genug Luft, ey. Rechts geht's lang. Das sind aber diese komischen Backpilze, die explodieren. Hier ist Sacker. Ja, hier hätten wir aufschneiden können. Hat einer ein Messer mit? Nein. Scheiße. Ja. Geht mit dem Speer? Nein. Aber Kuli hat das mit. Ah, Gott sei Dank. Dann kommen wir hier ja durch. Ah. Ist ja echt tief rein. Ja. Spinne. Alle zusammen die Spinne töten, dann steigt der Sauerstoff. Oder auch nicht. Manchmal steigt er, diesmal nicht. Ja, komm. Ja, ich sehe nichts. Wo seid ihr denn jetzt? Steigt denn der Sauerstoff? Kommt ihr? Ja, ja. Ok.
Okay, hier können wir gar nicht durch. Doch. Oh. Und die hat doch ein Messer. Also ich wäre nicht schlimm, wenn Kuli sich beeilen würde, bevor uns der Sauerstoff komplett ausgeht. Können wir hier hoch? Luft holen? Ja, Luft holen. Oh, Gott sei Dank. Ah, okay. Cool. Was ist ein Kabel? Was ist denn das? Labor. Halt dich fest, was haben wir jetzt entdeckt? Aha, schön verarscht. Was ist das? Hier waren wir schon drin. Das Ameisenlabor. Ach du Scheiße. Ja, nein. Okay. Ah, dann sind wir hier in der schwarzen Ameisenbasis. Ja. Okay, lass mal zurückschwimmen. Da hinten war noch ein Gang. Oder willst du dich hier umgucken nochmal? Damit es explodiert. Aber im Endeffekt kennen wir die Ecke ja schon. Könnte der mit dem Licht mal noch mal kurz herkommen? Ich sehe gar nichts hier. Ich häng gerade fest. Komm. Nicht die hellste Leuchte, oder? Kuli hat auch kein Licht. Der schwimmt einfach. Ach, Nessi, was du da ja. Ich hab doch gesagt, dumme, dumme Kommentare. Nicht dumme, dumme. Boah, jetzt bin ich hier wieder 1000 Wurzeln fest. Also die müssen die Abwasserrohre echt mal sauber machen, Leute. Ja. Übrigens hier in diesem Raum könnt ihr nach oben schwimmen. Ah, perfekt. Ah, hier kriegen wir Luft. Dann gehen wir gleich mal da durch und gucken, was da ist. Explodierpilz. Aber anscheinend explodieren die unter Wasser nicht. Kuli? Schon im Gange, sehr gut. Ja. Hä? Ach, Flo. Ein Wasserflo, Flo, Flo. Ich höre eine Spinne. Spinne und Flöhe. Kolli, hier ist safe eine, hier ist safe Beute. Mach mal auf hier. Mehr ist ein Safe. Mehr ist nichts. Gut. Wieder zurück. Bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Kommt ihr nach? Ja, ne? Wegen Licht. Ich frag nur. Marco schubst ganz schön beim Schwimmen. Was ist los mit dem? Dieser Marco immer. Kuli, sag mal was. Du bist 3 Kilometer hinter mir. Hallo? Weil du mich überholt hast und geschubst hast und so. Und ja, ist ja normal. Mobbing. Bin ja auch ein kleiner Kampfschwimmer. Kampfschwimmer. Minentaucher oder was? Okay, weiter geht's. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Oder ob es das jetzt schon war. Hier ist nichts mehr. Hier ist der Ausgang. Mal nochmal Luft. Toll, und ich dachte, hier ist was Tolles. Na gut, jetzt haben wir Milchmolar gefunden, zumindest. Schauen wir mal, ob hier was ist. Ne, hier ist dicht. Da ist nichts. Na gut. Okay. Better safe than sorry. Ich dachte, wir finden hier was Tolles. Aber ich würde ganz gerne mal mit euch gucken. Bei der Ausrüstung da. Hier ist mir das nämlich aufgefallen, wo wir hier langgerutscht sind. Hier sind ja die Steinplatten und man kann über die Steinplatte oder die Holzterrasse gehen. Wart ihr da schon mal? Nicht? So. Zack. Komme ich nicht hoch, wäre auch zu toll gewesen. Hier ist ein Graben. Da explodiert auch schon was. Killerkäfers. Ist das dein Ernst? Was denn?
Sind diese scheiß Fliegen, die eine Waffe. A nasty larva here. Ein paar infizierte Larven. Hier ist Quarz und Marmor. Gute Ameisen. Okay. Sackgasse. War wohl doch nichts. Na, warum nimmt er denn den Quarz nicht mit? Achso, ich habe keinen Hammer. Ich krieg ja hier nichts. Ich krieg immer nur die abgetragenen Sachen von Krulli. Yep. Wie, der gibt dir seine guten Sachen? Ja, Krulli. Damit er nicht die ganze Zeit rumheult. Wieso musst du die Nessie, die Freundin der Schnellspritzer, hat auch schon was gesagt. Ja, hallo? Entschuldigung, dass ich auf dem Scheißhaus war. Ja, ach du Scheiße, das wollte ich gar nicht wissen. Das Elend. Ja, ja. Dann nenn du mich nicht Freundin der Schnellspritzer. Oh. Oh. Du hast mit dem Thema angefangen. Ja. Ja, leider. Du hast vorhin gesagt, du stehst auf Schnellspritzer. Hab ich nicht. Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen mit dem Schnellspritzer. Aha. So, Leute, hier ist aber irgendwie nichts mehr. Ich dachte jetzt irgendwie in dem Rohr ist was Aufregendes, aber irgendwie auch nicht, oder? Auch kein Braten in der Röhre. Nee. Wir können jetzt zwar hier hoch auf die Holzterrasse, aber ich glaube nicht, dass uns das irgendwas bringt, wenn wir hier oben sind. Da warst du schon oben. Da geht's zur Gasflasche. Aber ansonsten ist hier nichts. So, schade. Okay, ich würde mal sagen, wir machen uns auf den Weg zu Börgel, geben die Karten ab, die wir noch haben. Börgel. Und dann werden wir mal schauen, dass wir... Ja. Mal gucken, dass wir da irgendwie diese komische... diese Scap-Uhr von dem Dr. Wendel oder wie der heißt, da mal gucken, was da los ist. Die soll ja da irgendwo am Stuhl liegen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt gehen wir erstmal schnell zu Burger, geben die Karten ab. Vielleicht gibt es da tolle neue Sachen, die wir freischalten können, mit denen, die wir jetzt haben. Ne? Ihr sucht euch euren Weg oder wie macht das? Ich weiß ja nicht, wo ihr jetzt. Richtung Heimat, Marco, Richtung Heimat. So. Home Sweet Home. Home Sweet Home. Diese was ganzen denn da? Verspasteten, infizierten Käfer hier immer. Maxi hat mir alles weggefuttert. Was hab ich? Hat er den Löwenzahn unterm Arsch weggefuttert oder was ist los? Maxi will mit Kuli konkurrieren. Was? Okay, warum? Er will ihn alles wegfressen. Ist der wirklich so verfressen? Ja. Okay, ich habe hier das Grab von einem Hamster gefunden. Zum Glück spiele ich nicht mit. Und hier ist auch so eine richtig fette Spinnenhöhle. Mit einer Dingsherumspinne drinne. Maxi, Kleeblätter hast du rein zufällig nicht dabei, oder? Nein, wieso? Nee, dann hätten wir auch irgendwann mal hier diesen verfluchten Wegpunkt abschließen können. Ja, hier oben eine Gasflasche. Nee, habe ich leider nicht. Aber hier unten ist eine riesige Spinnenhöhle beim Hamster. Ja. Mag sein. Hat der Hamster gepupst oder was ist los? Der garantiert nicht mehr.
Ist das ein bisschen verwest oder was ist los? Das ist klasse, Mann. Was hier jetzt nicht daraus geht. Oh, das war keine gute Idee. Taktischer Rückzug! Hilfe! Hier ist nicht mehr zu helfen. Riesige, bösartige Spinne mit kleinem Penis ist hinter mir her. Also die Kleine habe ich jetzt hinten weggemacht, schon zum großen Teil. Das ist die große hin. Ist sie jetzt komplett weg? Ja, die ist wieder in der Höhle drin. Na, dann müssen wir da mal wohl mal... Ich habe jetzt die ganzen Kleinen abgeschossen. Let's see what we can find. Die kümmern dich mal lieber hier um die Menschen. Wow. Wow. Komm her, du Scheißwolfsspinne. Aha. Platt gemacht. Ich bin halt ein Killer. Killer. Was da wohl drin ist? Krulli geht schon rein. Nice and safe. Nice and safe, ja. Garantiert. Ist hier nicht mehr super. Schön da. Unter Ameisen. Spinneneier jede Menge. Gar nicht. Ich auch nicht. Ich werde hier von 1000 Spinnen attackiert. Alright, Shadow. Ich glaube, ich bin da. Ich bin auf die ganze Zeit frei. Better than starving, I think. Wo ist denn hier der Kameramann mit dem Licht? Hier bin ich. Warte, ich mach mal die. Ich wechsle mal aus gegen die große Fackel. Ach, jetzt hinter uns Maden. Interessant. Markus, die eine Höhle, wo wir mal drin waren. Okay. Ja. Nein. Biatsch. Ja, ist ja gut. Rutschig. Oh. 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 Das ist der Hund. Ach ja, stimmt. Mit dem Licht nach oben. Kaugummi. Ich hab Kaugummi. Ich hab leider keine Schaufel dabei. Kommen wir hier so raus? Nee, ne? Ich kann dir den abbauen, aber ich hab keinen Platz mehr. Ich hab noch Platz? Ich krieg den auch nicht mit. Hier kommen wir so nicht hoch. Müssen wir wieder zurück, ne? Ja, ja. Na gut. Auf geht's Richtung Bürgel. Oh, draußen ist Nacht. Hätt's gedacht.
So. Oh, I'm stuck. Ein einziges Spinnennetz auf dem ganzen Körper. Maxi findet das. Da geht's runter. Ach nee. Hab ich auch gerade gemerkt. Aber gut, dass der Einzige mit einer Lampe. Ich frage mich, wer das Schild abgerissen hat von der Baumhausmarkierung. Entschuldigung. Ich musste euch sabotieren. Ach so. Ich hatte schon Marco im Verdacht. Nee, das war so ein Drang, da konnte ich nicht widerstehen, tut mir leid. Maxi, weißt du, wo du hinläufst? Ja. Stolperst du bloß lustig vor dir hin? Nein, ich weiß, wo ich hinlaufe. Ich bin hier fest. Die Ecke kenne ich wie meine Westentasche. Okay. Und ich habe keine Taschen. Also kennst du die Ecke nicht? Doch, kenne ich. Hier ist Marco seine Möchtegern-Rüsselkäferfalle, die nicht funktioniert. Und jetzt sind wieder die roten Ameisen schuld. I believe! Oh, this is moderately terrifying! Na gut, dann werden wir es gleich mal zu Bürgel switchen, Mädels. Sobald wir oben sind. Und Jungs natürlich auch. Und Jungs, ja. Und Kulis. Mädels und Kulis. Mädels und Jungs und Kulis. Mädels, Jungs ja. Und Kulis. Weil wir wollen die Jungs nicht benachteiligen. Genau, und die Kulis nicht. Die armen Kulis, ne? Die armen Kulis. Was? Ich bin der Meinung, jeder sollte seinen eigenen Kuli haben. Weil wir benachteiligen doch voll den Maxi. Kann ich ja jetzt hier einfach runterspringen, rein theoretisch gesehen. Tyrannimo! Ja, wir hoffen immer, dass du dir und tot. Brichst. Nein, ich brech mir nichts. Schade. Bürgel, mein best friend, I'm coming! Ich weiß. Bürgel ist der Hobo-Roboter in dem Spiel. Ja, okay. Der Dr. Wendels Sklave. So, mal gucken, wo der Pflegefall ist. Du bist ein Pflegefall. Da ist er. Aber so gut kämpfen mag sie doch. Ich glaube, ich habe den schon lange genug kennengelernt, dass ich sagen kann, das ist auch ein Pflegefall. Okay, ich habe ihm jetzt die Hilfschips gegeben. Wir haben 7000 Wissenspunkte gekriegt. Was wissen wir jetzt? Mal schauen, an was er sich erinnern kann. Wir haben im ALS-Terminal neue Sachen freigeschaltet. Er erinnert sich, dass jemand kurz schief steht. Schauen wir noch mal, was da jetzt ist. Erweiterte Schmiede. Leute. Würzige. Was ist das? Ach, geil, dann können wir die. Okay. Ich glaube, ich schalte mal die erweiterte Schmiede frei. Die können wir gebrauchen. Kuli? Kuli? Ja. Wir können, ich glaube, wir können Zauberstäbe bauen. Nein. Also hier ist Level 3 Minzstab. Ein Stab aus Ice Caps Minzpastillen hergestellt mit verbotenen Chemie und anerkannten Wissenschaft. Ahnt es die Auswirkung eines Zauberspruchs aus Minotaurus und Mygritte nach. Dann haben wir einmal den scharfen Stab. Und dann haben wir einmal den sauren Stab. Also wir können jetzt Zaubersprüche machen. Ich werde das mal lernen. Und dann können wir hier auch noch für Krulli einen Zauberhut bauen. Oh. Ja. Den werden wir auch mal lernen. Bezaubernd. Dann haben wir Kochbuch Holzhaufen und zwar schwarzer Nashornkäferburger.
und Termitenpastee. Ich denke mal, das könnte auch noch interessant sein. Du kannst für den Kroli nicht den Zauberstab bauen, weil wir dafür keine Feuerameisen-Mandibeln haben. Also müssen wir Feuerameisen töten. Was ist das denn? Schwartenausstoßer? Achso. Okay, auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Wir können jetzt Zaubersachen bauen. Finde ich auf jeden Fall cool. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Bei Grounded, bei uns auf dem Kanal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Zauber, 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 Zauber. Da ist er. Minzstab, scharfer Stab, säurer Stab. Jawohl.